Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Mein Name ist Gabur. Jawohl, wir wollen nach von England aus rüber nach Amsterdam. Ich wollte doch gar nicht nach Amsterdam. Oder doch? Naja, kann schon sein. Auf jeden Fall fahren wir nach Amsterdam. Ja, und das Spiel so weit ist in dem Sinne, hat mir heute jemand oder gestern jemand geschrieben, du musst mal daran denken, dass da vielleicht Meilen sind. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich soll das Radio mal machen. Hier sind nämlich jetzt neue Lieder drin. Natürlich, unsere Anfangsmelodie lassen wir immer. Ja, auf jeden Fall, was soll ich dir jetzt erzählen? Leute, ich komme gerade nicht in die Gänge. Ja, genau. Jetzt ist es komplett abgerissen, was ich euch erzählen wollte. Achso, warum zum Beispiel gestern kein Fußballmanager gekommen ist, lag daran, weil ich das gestern den ganzen Tag wirklich nicht zu Hause war. Wir sind erst abends wiedergekommen oder spät in der Nacht. Und ich hatte es einfach nicht geschafft, genauso wie mit Ferrari vorab aufzunehmen und dann noch mit hochzuladen. Tut mir wirklich leid, aber geschafft ist halt nicht geschafft. Und dass ich dann nachher so ein halbes Video da hochlade oder so, nee, das sehe ich nicht ein, bin ich ganz ehrlich. Das sieht erstens total assi aus und zweitens macht man es auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Entweder richtig oder gar nicht. Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich unbedingt sagen wollte, dass ich es halt einfach nicht geschafft habe. Und ich glaube, das kann jeden mal passieren. Ich glaube, nach knapp 80 oder 90 Folgen das erste Mal, dass kein Dingens gekommen ist. Oh, Kredithöhe von 5.000 waren schon wieder fällig. Jetzt haben wir auch nur noch 10.000 schon wieder. Also die Kohle schwindet wirklich ganz schön schnell zurzeit. Also das muss ich wirklich sagen. Gerade weil wir so viel Schaden hatten am LKW. Und jetzt schon wieder kreditfällig. Also ich komme gar nicht mehr richtig an Geld, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich hätte mir auch mehr erwartet, dass der gute Fahrer mir ein bisschen mehr Kohle einbringt. Ja, irgendwie kostet der zurzeit nur Geld. Aber gut, was soll's. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg nach Amsterdam und werden uns da natürlich erstmal bis da runterknallen. 14 Stunden, aber wir haben ja eine Fähre diesmal und wir haben jetzt noch 6 Stunden. Ich gehe davon aus, in 6 Stunden sollten wir in Amsterdam an der Fähre sein. Und dann sollte das gut klappen. Ich sehe gar nicht die Spritanzeige gerade so richtig. Ja gut, da drüben ist auch eine. Ich schätze mal, so gut bei halb ist sie. Und dann, ja, mal schauen, ob wir dann nicht mal wieder in andere Richtungen fahren. Jetzt waren wir in England und so. Ist natürlich sehr geil, das mit der Eisenbahn. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und dass das zum Beispiel die Fahrten 30 Minuten dauert, habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Tut mir wirklich leid, Leute. An sowas denkt man gar nicht in dem Spiel. Also ich zumindest am Anfang nicht. Es ist sehr ungewohnt, dass das Spiel wirklich manche Sachen so perfekt gemacht worden sind, dass das wirklich mit der Realität zusammenpasst. Da rechnet man einfach nicht mit. Ich glaube, hier ist wieder... Na, wir bleiben jetzt mal bei 70, mal gucken, ob er auslöst. Nö. Hat Enzo konnte keinen Auftrag finden. Will der mich eigentlich verarschen? Ey, das ist wirklich eine faule Sau, ja? Der will nicht fahren. Kosten auf Kraftstoff und Wartung beträgen 500 Euro. Also der macht mich wirklich fertig, dieser Fahrer. Aber wartet mal. Vielleicht müssen wir den mal... Firmenmanagement... Ivico.
aufrüsten. Vielleicht müssen wir den einfach mal ein bisschen was machen für den. Ich habe ja keine Ahnung. Vielleicht liegt das auch daran einfach. Aber wenn ich sehe, was die Sachen hier kosten, ist das ja wirklich schon bemerkenswert, ne? Und der Iwiko sieht natürlich von innen auch nicht so schlecht aus. Aber dafür haben wir zurzeit einfach keine Kohle, wenn wir ganz ehrlich sind. Rückgängig machen, ja. Wir werden das einfach mal so lassen erstmal. Ich habe Panik, dass ich pleite gehe in so einem Spiel. Oh. Wir müssen hier runter. Genau. Oh, Blinker können wir wieder ausmachen. Oh. Nein, 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 nein. Oh. Junge, fahr doch nicht immer so schnell. Mann, oh Mann, oh Mann. Dass ich es dann auch immer übertreiben muss und runterschalte, aber nicht bremse, ja? Leute, das hier nennt man einen Beschleunigungsstreifen. Ja, tritt doch hier mal richtig den Hahn durch. Dann lege ich mal den Blinker. So. Und entweder der da hinter mir wartet oder er fährt mir halt in meinen Hänger. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Späne. Jetzt weiß ich auch, warum ich vorhin mich wieder fast überschlagen hätte. Ich habe das Lenkrad falsch umgestellt. Ich kann halt das Lenkrad hier umstellen auf zwei, ja, zwei, wie soll man das sagen? Zwei Einheiten oder was weiß ich. Und auf jeden Fall auf zwei Programme, so. Und wenn ich das erste Programm, das Standard drinne lasse, dann nimmt da die Einstellung vom Lenkrad, was einfach so das Lenkrad entscheidet. Und das ist scheiße. Und dann muss ich halt nochmal drauf drücken. Und das vergesse ich zurzeit immer. Und jetzt lässt er sich auch viel besser fahren. Man hat ein bisschen mehr Spiel im Lenkrad und bla bla bla. Genau. Ja, was gibt sonst Neues? Heute ist der 3. Und nur noch 2 Tage. Dann kommt Tomb Raider. Und wir spielen ja die PC-Version, die Konsolen-Version gibt es ja schon. Aber ich weiß nicht, wie die Leute so ein Hammer-Spiel, Leute, auf der Konsole spielen können. Ja, was zurzeit ja auch ein Grafik-Burner ist. Und dann gehen sie bei uns und spielen das auf der Konsole. Eieieiei, Leute. Nee, 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 nee. Sowas spielt man jetzt nicht auf der Konsole. Ja, auf jeden Fall, das wird in 2 Tagen kommen. Und bald gibt es einen neuen Gruselfaktor bei uns auf dem Channel. Oh ja. Das hat schon Nerven gekostet. Da ich habe schon ein paar Folgen aufgenommen und oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich sag's euch. Ja, dass ich die Maus vor Schreck manchmal nicht im Bildschirm geworfen habe, war alles. Also war wirklich schon heftig. Also muss ich wirklich sagen. Aber halt auch kein aktuelles, ist auch etwas älter. Ja, dann gibt es ja ein neues Sportspiel in dem Sinne, oder Winter Games, gibt es jetzt ja 2007. Hab die erste Folge als, ja, so eine, wie soll man sagen, wo alles erklärt wird und so. Und ab der 2. Folge geht es dann los, dass ich in Wettkämpfe gehe. Und macht wirklich Laune. Also muss ich wirklich sagen, ich konnte mich gar nicht mehr an das Spiel richtig erinnern. Ich habe so viele alte Spiele, ich glaube, die ich... So, 50 ungefähr mal 1,67 müsste. Naja, also. Ein bisschen jetzt habe ich zu weit gebremst. Jetzt müssen wir nochmal, können wir nochmal einen runterschalten. Und hier den Pit nochmal durchtreten. Ja, kommen schon wieder die dicken Wolken. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Müssen ungefähr 75 sein, schätze ich mal. Da jetzt Scheibenwischer an. Jetzt habe ich die Playliste erhöht, aber man hört sie gar nicht. So, wenn es regnet, machen wir hier natürlich volle Beleuchtung an. So. Na komm, Baby. Wir fahren natürlich nur noch große und schwere Aufträge.
ist echt nicht ohne. Ja, und dann werde ich mal gucken, ob ich heute Abend werde ich noch mal gucken, ob ich noch ein paar neue Mods finde. Ich will das ja unbedingt mit den Spiegeln noch finden und mal schauen, was es noch so gibt. Es gibt ja wirklich... Oh, wir sind viel, viel zu schnell, Leute. Tut mir gerade echt ein bisschen leid. Ob wir noch ein paar neue Mods finden. Und... Oh, jetzt blitzt auch noch. Mich gerade erschrocken hier. Was man noch so ändern kann, ich würde gerne richtige Firmen drin haben, wieder so wie bei dem Wintermod. Das fand ich eigentlich sehr cool. Und dann mal schauen, wie das dann aussieht. Ja, das ist auf jeden Fall zurzeit so der aktuelle Plan, den ich bei Euro Truck Simulator noch anstrebe. Was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch? Was gab's denn noch? DayZ über Steam habe ich schon mal erzählt, genau. Manche Leute haben damit irgendwie Probleme, dann hättet ihr den Mod-Ordner vorher löschen sollen. Und dann hätte das wohl angeblich geklappt. Ich hatte keine Probleme, wir haben es ganz kurz ausprobiert, das funktioniert alles. Ja, aber wir spielen es zurzeit auch nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir warten einfach auf Standalone, umso heißer ist man später. Ja, und mich würde gerne interessieren, ob jemand die automatische Bremse drin hat. Also die automatische Motorbremse. Ob das schon mal jemand ausprobiert hat. Ob sich das lohnt, das einzubauen oder sollte ich es lieber draußen lassen. Würde mich gerne interessieren. Weil wir ja auch nicht so in Geld schwimmen auf einmal. Also auf einmal frisst mich ja wirklich hier die Reparaturen für den LKW ja ganz schön auf. Das muss ich ja wirklich mal sagen. Und irgendwie kommt er auch jetzt nicht in Schweiß hier. Komm, Baby. Schlaf nicht ein. Und ich fahre ganz schön zickerig. Mein Gott, da habe ich noch 2,0 auf dem Kessel, wa? So, komm. Ja, man, schon Käffchen hier. So. Oh, hört schon wieder auf zu regnen. Das war aber mal ein gutes Scheuerchen. Schauerchen. So, können wir den mal wieder ausmachen. Und hier Standlicht reicht. So, jetzt hier aber nicht die Pümpel zum Fahren. Das wäre nicht die feine englische Art, oder? Nochmal ausprobieren. 50. Na, nicht, dass hier gleich ein Blitzer steht. 70 wäre eigentlich ganz okay. Oh. Jetzt habe ich mich darauf konzentriert, wo der Blitzer steht. Ey, ich gucke mir echt eins zurecht. Also das muss ich ja wirklich sagen. Irgendwas wollte ich noch erzählen, Leute. Achso, ja. Sehr schön, wir haben das in den anderen Metal of Horner Videos vergessen zu sagen, wie ihr das findet, dass wir mit 4 Leuten da jetzt die Videos gespielt haben. Wäre schön, wenn wir ein bisschen Feedback darüber bekommen würden. Der eine hat zwar erzählt, wir sollen schon über, was weiß ich, der Spawn soll über seine Frauengeschichten erzählen oder so, aber ja, wir versuchen natürlich auch ein bisschen zu rocken, wenn ich ganz ehrlich bin. Und so leicht fällt uns das noch nicht. Also das ganze Zeit dieses Quasseln. Wenn ich alleine bin, fällt mir das leichter, wenn ich alleine spiele, wenn ich ganz ehrlich bin. Also dann rattert das eigentlich schon gut. Aber mit mehreren Leuten ist das gar nicht so einfach, da wirklich einen sauberen Fluss reinzubekommen. Was wir auf jeden Fall probieren werden, dass wir uns jetzt besser vorbereiten in Minecraft. Irgendwie ist das alles immer nur so halb-halb, wenn wir von uns selber gemeint. Also es beschwert sich zwar keiner, aber so richtig bekommen wir das noch nicht so hin in Minecraft, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Aber das wird auch noch gemacht. Was kommt noch? Ja, ich glaube, dann war es das auch schon fast, kann man sagen. Mit den Sachen. Ja, da kommt keiner.
wir gehen mal hier voll auf Gassebahn. Was ist denn hier los? Staue man Söhne oder was? Bei einer dreispurigen Autobahn? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, komm, Baby. So, passt das. Ja, ich würde damit auch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei Euro Truck Simulator 2. Leute, ich nehme meistens bei Euro Truck Simulator immer nur eine Folge auf, zurzeit. Kritik etc. Bitte, das ist wirklich sehr erwünscht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich werde mal versuchen, ob ich nicht die nächste Folge mich ein bisschen vorher informiere, noch über Spiele und sowas, ob ich das dann noch ein bisschen erzählen werde in Euro Truck Simulator, was ich ja eigentlich schon mal mit angefangen habe. Nur ich hatte zurzeit halt privat auch sehr viel zu tun. Naja, soll ja auch nicht länger hin oder her, sondern wäre sehr cool. Ja, und dann werden wir mal gucken, ob wir noch ein paar neue Mods finden, was man noch so rauf machen kann. Auf jeden Fall hätte ich gerne noch echte Firmen in dem Sinne, aber dass das dann trotzdem alles vernünftig läuft mit den Tonnen, dass dann trotzdem der LKW weiterhin schwer zieht. Ja, ich sage dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Gabu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Ciao, ciao.